Heute malen meine Söhne Halloween-Kürbisse. Elian, mein dreijähriger Sohn, hat als erstes begonnen. Wie ihr wisst, ist er sehr eigenwillig, also wollte er natürlich seine eigene Interpretation machen. Als erstes hat er orange und blaue Acrylfarbe geschüttelt und die hat er mit den Händen gemischt. Dann hat er eine orangene Sprühfarbe entdeckt und natürlich wollte er die überall drauf machen. Die Begeisterung war mega hoch und dann hat er angefangen, verschiedene Texturen im Hintergrund zu machen mit so Neongelb. Dann mit Schwarz hat er angefangen, die Augen zu machen und dann die Kürbisform. Dann hat er den Stamm gemacht, den Mund und dann wollte er da drauf noch ein paar kleine Details machen. Die ganze Konturen hat er dann mit Binder überzogen und da drauf hat er dann schwarzer Sand geschüttelt. Das sah auf jeden Fall richtig cool aus. Und dann hat er angefangen mit purigen Farben die ganze Figur auszumalen und mit Goldblatt hat er noch ein paar Effekte im Hintergrund gemacht. Dann mit Schwarz hat er noch sein Bild unterschrieben und im nächsten Video wird mein einjähriger Sohn Jonah das andere Bild malen.